Die Märkte haben lange auf die Rede von Jerome Powell gewartet, aber die Erwartung an sich war schon eher gering, weil man sich gesagt hat, okay, wenn das Ganze schon verschoben wird ins Virtuelle statt in Jackson Hole, dann wird auf jeden Fall wenig Konkretes kommen und die Erwartungen in Sachen Luftnummer sind bei Weitem übertroffen worden, könnte man vielleicht formulieren. Viele amerikanische Kommentatoren haben gesagt, das war eine Art Nothing-Burger, denn Powell hat sehr wenig Konkretes gesagt, hat sich nicht festgelegt, ist so im Allgemeinen geblieben. Dennoch war der Unterton ziemlich dovish, sodass wir sehen, dass vor allem Gold gestiegen ist, die Aktienmärkte gestiegen sind, während der Dollar und die US-Renditen gefallen sind. Warum ist das so? Weil Powell sehr ausführlich versucht hat, die Inflation nach unten zu reden. Hier sehen wir einen Großteil, so ein Kommentator hier hat Powell versucht zu erklären, warum die Inflation also jetzt auf jeden Fall transitory ist. Komisch, jetzt haben wir schon ziemlich lange transitory inflation, also eine vorübergehende Inflation. In 5 Jahren ist die immer noch vorübergehend, weil sie dann vielleicht in 20 Jahren doch vorbei sein könnte. Also das war schon wirklich sehr aufwendig, wie er sich bemüht hat, und sehr auffällig, wie er sich bemüht hat, hier die Inflationsthematik nach unten zu reden. Und erstaunlich auch, er hat zum Beispiel, obwohl er sich die Hintertür offen gelassen hat, Delta-Variante und Verschlechterung der Wirtschaft, ist relativ wenig die Rede gewesen von dieser Delta-Variante in dem Text oder in der Rede von Jerome Powell. Aber auf jeden Fall wichtig ist, die Märkte haben es gefeiert. Es war nur die Rede davon, ja, irgendwann in diesem Jahr könnten wir anfangen. Wir haben in Sachen Inflation Fortschritte gemacht. Ja, kann man sagen. CPI bei 5,4% kann man als leicht über dem Ziel von 2% definieren. Und man hat in Sachen Arbeitsmarkt Fortschritte gemacht, sei aber noch nicht am Ziel, also Hintertür. Arbeitsmarktdaten, die am nächsten Freitag kommen, die hat man sich aufgelassen. Das nächste FED-Meeting, FOMC-Meeting ist ja erst in der zweiten Septemberhälfte. Also da dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. Mit September dürfte es jedenfalls nichts mehr werden mit dem Tapering. Das hatten einige FED-Mitglieder ja gefordert. Dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns mal an, was Powell auch gesagt hat. Today we see little evidence of wage increases. Wir sehen wenig Anhaltspunkte für Lohnanhebungen, die dann inflationär wirken könnten. Naja, also wenn man sich die Statistik mal anschaut, die Grafik mal anschaut, dann sehen wir durchaus Wage Increases. Auch das war ein Teil des Versuchs, die Inflation runterzureden, all das runterzureden, was irgendwie runterzureden ist. Und hier bemerkt ein Kommentator auf Twitter, ja, man muss sich nur die Reaktion anschauen, dann sieht man schon, wie das gewertet wird, was Powell sagt, nämlich als dovish. Zumindest ist klar geworden bei diesem Nothing Burger, bei dieser heißen Luft, dass es also mit Sicherheit nicht im September losgehen wird, dass frühestens dann im September die Sitzung der FED als erste Indikation dafür dienen kann, ob die FED wirklich schon das Tapering ankündigt oder nicht, oder ob die ganze Geschichte länger dauert. Das ist genau der Punkt, warum die Märkte sich gefreut haben, weil es eben jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass es länger dauert, auch wenn Powell sehr im Unbestimmten geblieben ist. Wir könnten vielleicht, schauen wir mal, in der sehen wir schon weiter. Das alte beckenbauerische Prinzip ist bei Powell natürlich hervorragend gelungen. Und dann sehen wir die heute veröffentlichten PCE-Daten, also Inflationsdaten, die für die FED sehr wichtig sind. PCE, Personal Consumption Expenditure. Und hier sehen wir, die sind reingekommen in der Kernrate mit 3,6% und in der Nicht-Kernrate 4,2%. Das ist der höchste Stand seit 30 Jahren. Aber ist transitory? Vielleicht, wissen wir noch nicht. Aber die FED hat, das haben mehrere FED-Glieder inzwischen mit zugegeben, die Inflation unterschätzt. Dementsprechend unterschätzt man sie weiter, ja oder nein? Oder hat man jetzt recht, wenn man sagt, die wird irgendwann abnehmen? Jedenfalls ist das der höchste Stand seit 30 Jahren. Aber schauen wir uns mal an, wo vor 30 Jahren die Leitzinsen standen in den USA. Dann waren die so, ja, zwischen 3,5 und 5,6% gestanden. Anfang der 90er Jahre ging die Inflation nochmal nach oben. Daraufhin hat dann die FED eben auch die Leitzinsen nochmal über 6% angehoben. Wo stehen wir jetzt? Bei 0 oder 0 bis 0,25%, was die Leitzinsen betrifft. Und wir haben 120 Milliarden Dollar
pro Monat Quantitative Easing, Anleihekäufe durch die Fed. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von über 6%. Wir haben eine Inflation von über 5%. Und wir haben also ein Gemisch, das den Fed-Chef zögern lässt, jetzt zumindest den Ultraturbo rauszunehmen. Bei der Geldpolitik, das ist schon echt gefährlich. Viele FED-Mitglieder haben sich geäußert heute nochmal. Aber wir sehen zunächst hier mal die Financial Conditions, Allzeittief, also die Finanzbedingungen, die Finanzkonditionen, wie leicht kriegt man Kredite, wie schaut es mit den Assetpreisen aus etc. Absolutes Allzeithoch, aber oh, wir müssen weiter Tapering betreiben erstmal, das ist kaum verständlich. Und das verstehen auch immer weniger Leute innerhalb der Fed. Wir hatten gestern James Bullard, wir hatten gestern Robert Kaplan und wir hatten gestern Esther George, die gesagt haben, wir sollten sofort anfangen mit dem Tapering. Denn da tun sich mögliche Blasen auf oder wir haben schon Blasen, man verweist gerne auf den US-Immobilienmarkt. Heute nochmal Bostic, der sich ähnlich geäußert hat, Harker, San Francisco Fed und dann Mester. Die Dame hat sich auch geäußert und gesagt, wir sollten schnell damit anfangen, es sollte jetzt losgehen. Paul hat die gegenteilige Position vertreten. Also haben jetzt innerhalb von 2 Tagen 6 FED-Mitglieder gesagt, wir sollten jetzt schnell damit aufhören. Aber Paul hat gesagt, nö, lass mal stecken, wir haben es nicht so eilig. Und jetzt schauen wir uns nochmal dieses Board an mit hawkischen und dovischen Mitgliedern. Dann sehen wir Ballard hawkisch, aber nicht stimmberechtigt in diesem Jahr. Kaplan hawkisch, aber nicht stimmberechtigt. Das waren auch die zwei, die das schnelle Aussteigen gefordert haben. Harker, relativ hawkisch, nicht stimmberechtigt dieses Jahr. Dann haben wir Esther George, gestern sich geäußert, nicht stimmberechtigt dieses Jahr. Wir hatten vorher mal Rosengren, der sich geäußert hat, auch nicht stimmberechtigt dieses Jahr. Wir haben Mester, auch nicht stimmberechtigt dieses Jahr. Der Einzige, der sich jetzt von diesen 6 Notenbankern geäußert hat in Sachen sofort anfangen und Tapering betreiben, der stimmberechtigt ist, das ist Bostic. Also Paul kann sich darauf verlassen, dass die, die eigentlich jetzt aufhören wollen mit der Liquiditätszufuhr, mit dieser massiven Liquiditätszufuhr, dass die nicht stimmberechtigt sind. Insofern weiß er, dass Leute wie Brainard, wie Evans, wie er selbst natürlich, wie Williams, die sind auf der dovischen Seite und wollen erstmal weitermachen. Die sagen, wow, die Inflation, die kommt schon wieder zurück, gell? Da können wir uns drauf verlassen. Also lass mal stecken. Und es ist der 4. Versuch jetzt wahrscheinlich der Fed eines Tapering. Der 1. Versuch war 2010. Das ist unschön ausgegangen. Damals der Markt 19% korrigiert oder der S&P 500. Daraufhin hat die Fed gesagt, oh, das mit dem Tapering, das lassen wir jetzt einmal, gell, weil wir wollen ja mit dem Tapering der Wirtschaft helfen und nicht den Assetpreisen. Dann haben wir 2012 nochmal, da ist die Wirtschaft wirklich schwächer geworden, dann hat man das Tapering wieder eingestellt, führte damals zur sogenannten Operation Twist. Und wir haben dann September 2019, als es am Repo-Markt so krachte, dann hat die Fed auch praktisch Tapering QE3 betrieben, nannte das aber nicht QE, nein, das sei kein Quantitative Easing, so damals die Fed. Man hat T-Bills gekauft, also sehr kurzlaufende US-Staatsanleihen. Also jedes Mal, wenn entweder die Wirtschaft wieder schwächer wird oder die Aktienmärkte deutlich korrigieren, wird das Tapering eh eingestellt. Was macht man sich also eigentlich dann für Sorgen, könnte man sich fragen. Und so sind die Märkte eben gestrickt, wie sie gestrickt sind, liquiditätsabhängig. Wir sehen, dass zwar, ja, die Gewinne sind gestiegen, die Profite in den Unternehmen in den USA beim S&P 500, aber die Aktienkurse sind viel schneller gestiegen als die Profite. Dementsprechend sind die Aktienmärkte trotz einer sehr, sehr guten Berichtssaison, die faktisch die Kursgewinnverhältnisse etwas nach unten gebracht hat, immer noch historisch teuer. Und langfristig könnte das ein Problem sein. Das sei anzumerken, auch wenn es kurzfristig immer geklappt hat und jeder Buy-the-Dip sich gelohnt hat. Aber die Frage ist, ist das langfristig wirklich dann noch ein gutes Investment auf diesem Niveau zumindest? Das muss sich zeigen. Viel Probleme werden jetzt manche in den USA haben, denn der Supreme Court, Sie haben es vielleicht schon gehört, hat das sogenannte Eviction Moratorium aufgehoben, das fast alle Leute geschützt hat in den USA vor einer Zwangsräumung ihrer Wohnung, weil sie die Miete nicht gezahlt haben. Und der Supreme Court hat nach meinem Rechtsverständnis richtig argumentiert, es kann nicht faktisch eine Seuchenbehörde, nämlich die CDC,
dekretieren, welche Gebiete am meisten von Corona betroffen sind und diese Gebiete dann praktisch von einer Zwangsräumung ausnehmen. Das kann nicht funktionieren, das kann nicht sein. Das ist ein absoluter Rechtsbruch nach meiner Auffassung. Dementsprechend hat der Supreme Court das jetzt kassiert. Allerdings ist das für viele Menschen wohl echt ein Problem. Man schätzt, dass 15% aller Mieter in den USA in Schieflage sind, ihre Miete faktisch nicht bezahlen können. Viele werden vielleicht auch schon, weil sie keine Miete bezahlt haben, sie mussten ja nichts fürchten, das Geld verprasst haben durch ihr Konsum und jetzt schauen die vielleicht dumm aus der Röhre. Das ist die nächste schlechte Nachricht nach dem gestrigen Desaster in Afghanistan für Joe Biden. Und wir haben interessante Daten, wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, weg von den USA, wir haben interessante Daten zu den Importpreisen aus Deutschland. Die sind zum Vorjahresmonat um 15% gestiegen, aber nicht nur zum Vorjahresmonat, wo wir ja einen Basiseffekt haben, damals Corona, Lockdown etc. Nein, wir sind auch 9% höher als im Jahr 2019, als von Corona noch nicht die Rede war. Also wir sehen, die Preise gehen nach oben. Der höchste Stand seit 1981. Wo standen 81 die Zinsen? Die standen über 10%. Also wir sehen, da sind ein paar andere Faktoren im Spiel. Wir riskieren mit dieser ultralaxen Geldpolitik, die nicht nur Nullzinsen hat und damit den Zins und damit jede Risikobewertung abschafft, sondern auch noch extra stimuliert, etwa den Immobilienmarkt durch den Kauf von Mortgage-Backed Securities, riskieren wir ein totales Überschießen, ein totales Überdrehen einer überstimulierten Wirtschaft, eines überstimulierten Marktes insgesamt, der gar kein Markt mehr ist, offenkundig, weil alle wie pavlovsche Hunde konditioniert sind und immer wieder belohnt werden. Wenn das Glöckchen klingelt, so wie bei dem Versuch von Pavlov, dann bildet sich Speichel und das funktioniert zutreffend. Die Chinesen werden allerdings in diesem Spiel, zumindest was die amerikanische Börse betrifft, weniger mitspielen. Peking hat jetzt mehr oder weniger alle Tech-IPOs untersagt, die in den USA stattfinden sollen. Vor allem, wenn es da auch sensible Daten gibt, die diese Tech-Unternehmen haben. Sie wissen ja, die Führung in Peking hat mehr oder weniger jetzt das Monopol durchgesetzt auf die Daten seiner Bürger. Dementsprechend müssen die chinesischen Tech-Unternehmen wie Tencent, Alibaba rigide Datenvorschriften einhalten, wie sie ähnlich hier in Europa der Fall sind, aber dort nicht aus Schutzgründen, sondern aus Monopollüsternheit von Peking. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Hinweis, meine Damen und Herren. Und zwar gibt es ja bei uns täglich, also börsentäglich, den Börsenjäger von Stefan Jäger, der ganz konkrete Szenarien entwirft, was tun an den Märkten. Und der hat heute ein Szenario für den DAX entworfen. Er spricht hier von der Ruhe vor dem Sturm. Und dann folgt eine größere Bewegung nach Jerome Powell. Und die scheint da zu sein. Und jetzt hat der Stefan Jäger eine klare Einstiegsempfehlung beim DAX. Schauen Sie sich das mal an. Ich werde das unter das Video verlinken. Da muss man sich anmelden. Tut aber nicht weh. Ist kostenlos und unverbindlich. Da können Sie dann einfach mal nachvollziehen, was vielleicht ganz gute Ideen sind am Markt, was man umsetzen kann. Und warum das Ganze ist, sehen wir unten hier in dem Chart. Da hat er das mal klar gemacht, dass wir aus einer Range ausbrechen werden. Und davon kann man profitieren. Die Richtung ist long, meine Damen und Herren. Wie Sie wissen, wir sind ja bei Finanzmarktwelt generell fast immer long eingestellt. Geld, das wissen Sie ja dementsprechend. Wünsche ich jetzt einen wunderbaren Feierabend, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder und verweise nochmal auf den Börsenjäger unter dem Video. Ich sage Servus und ciao.